So, eine Frage an Herrn Wes. Ist schon ein dauerhaftes Schlafdefizit von 30 Minuten pro Nacht schädlich? Naja, sie sind Summe aufsummiert über die Woche, dann kommt dann auch schon eine erkleckliche Menge zusammen. Es ist sicherlich nicht ganz so tragisch, wie wenn es jede Nacht eine Stunde ist, aber da ist auch jeder Mensch individuell sehr unterschiedlich. Wenn diese halbe Stunde weniger Schlaf schon zu Leistungseinschränkungen auch führt, Konzentrationsprobleme beispielsweise, dann würde ich es kritisch sehen. Aber jetzt so umgangssprachlich gesagt, ich würde bei 30 Minuten noch mal ein Auge zudrücken. Von der Studienlage her könnte ich jetzt nicht sagen, dass es zwingend gleich zu Gesundheitsrisiken führt. Aber mehr sollte es auf keinen Fall sein. Unser Organismus hat auch gerade in diesem Range, also plus minus 30 Minuten, da kann er adaptieren. Wer studiert hat, also wo ich studiert habe, da war das noch so, dass ist mal in die erste Vorlesung morgens um 8 Uhr nicht gegangen. Heute ist es anders. Da hat man sich so mehr Schlaf angewöhnt und dann mit Eintritt ins Berufsleben hat man gemerkt, na, es geht dann auch doch ein Stück weit weniger. Also wir können unsere Gene so plus minus 30 Minuten in die eine oder andere Richtung trimmen, aber mehr wohl nicht.